Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur letzten Pressekonferenz des FSV Frankfurt für dieses Jahr nach der letzten Partie des Jahres zu Hause im Frankfurter Volksbankstadion gegen Arminia Bielefeld. Einen schönen Gruß auch in unsere Business-Räumlichkeiten hier vorne bei uns. Die beiden Trainer Norbert Meyer für Arminia Bielefeld, Tommy Oral für den FSV Frankfurt. Und das erste Statement gebührt wie immer dem Gästecoach. Ja, ich denke, es war ein sehr intensives Spiel. Es war ein sehr wichtiges Spiel für beide Seiten. Unsere Mannschaft war schon in der Halbzeit sehr enttäuscht, weil wir haben eigentlich mit der ersten Situation des Gegners das Gegentor bekommen, haben bis dahin wirklich ein gutes Auswärtsspiel gemacht, viel Ballbesitz gehabt. Aber dann ein Riesenkompliment für die zweite Halbzeit an unsere Mannschaft, wie sie dieses Spiel dann angegangen ist. Dieses allerletzte Spiel vor der Winterpause, auch wir haben viel Kraft gelassen in dieser Zeit jetzt, aber die Mannschaft hat es angenommen, wir haben das frühe Ausgleichstor erzielt, wir haben viel Ballbesitz gehabt, haben eigentlich auch immer wieder nach vorne gespielt, haben immer wieder den Willen gezeigt, hier auch die Entscheidung herbeizuführen. Müssen uns dann bei Wolfgang Hesel trotzdem bedanken in der 86. Minute, dass er den Ball von Kaplani dann hält. Und machen dann praktisch im Gegenzug das 2-1. Also nochmals Riesenkompliment an die Mannschaft, wie sie das hier heute dann gelöst hat. Trotz 0-1 zur Halbzeit so einen Kraftakt nochmal durchzuziehen. Und ich glaube, dass der Sieg letztendlich auch verdient ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Norbert Meyer. Tommy, dein Statement zum heutigen Spiel. Ja, natürlich sind wir heute riesig enttäuscht, weil wir uns viel mehr ausgerechnet haben. Und wir haben natürlich in der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass man kaum in einer Phase des Spiels Zugriff aufs Spiel richtig bekommen haben. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Trotzdem gehen wir in Führung. Die hat uns eigentlich ein bisschen Sicherheit gegeben. Zweite Halbzeit gehen wir raus, nehmen uns natürlich viel vor, kriegen aus dem Nichts den Ausgleich, wo der Gegner eigentlich nichts dafür kann. Und dann hat sich das Spiel so dahin geplätschert. Beide Mannschaften haben eigentlich nicht gut gespielt, waren unheimlich viele kleine Fehler im Spiel, wo natürlich dann auch auf diesem Bodenverhältnis unheimlich viel Kraft gekostet haben. Ja, zum Ende des Spiels haben wir nochmal versucht, dann das Spiel auf unsere Seite zu bekommen und haben mit Eddie dann eine Riesenchance zum 2-1. Da hat man dann auch gesehen, dass die Mannschaft nochmal etwas euphorisiert war. Da haben wir uns einfach schlecht verhalten. Dass wir dann am Ende dann noch das 2-1 kassieren, ist brutal. Das ist dann auch, so wie es kommentiert wurde, dann aus abseitsverdächtiger Position ist umso schlimmer. Trotzdem müssen wir hier jetzt einen Haken dran machen, müssen einen Strich drunter machen, dass wir mit 22 Punkten jetzt aus dieser Halbserie rausgehen, müssen die Kräfte bündeln und im Urlaub unsere ganze Kraft sammeln, dass wir dann auch wieder in der Rückrunde im Vollbesitz unserer Kräfte und einen anderen Fußball wieder spielen. Ja, ist natürlich enttäuschend. Wie gesagt, heute dieser Ausgang ist bitter für uns. Trotzdem wünsche ich allen, die auch jetzt oben sind im VIP-Raum, ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute fürs neue Jahr, dass ihr alle gesund dann auch ins neue Jahr wieder kommt und wir natürlich dann auch an unserer Bilanz arbeiten müssen, was gerade in den Heimspielen anbelangt. Vielen Dank. Danke dir, Tommy. Kommen wir zu euren Fragen. Wenn es denn welche gibt, kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikrofon hier an der Seite auch schon zu euch. Ich schaue mal ins große Rund. Das sieht allerdings nicht so aus. Ja, dann wünsche ich doch, da hinten geht doch noch kurz die Hand hoch. Herr Meyer, in den vergangenen Tagen ist viel über Ihre mögliche Vertragsverlängerung bei Arminia Bielefeld geredet und geschrieben worden. Gibt es schon da eine neue Entwicklung? Ja, ich habe gesagt, wir sind alle total entspannt geblieben. Ein bisschen Störfeuer mal dazwischen, aber das habe ich Ihnen ja versucht in der Pressekonferenz zu erklären, wie sich das verhält, wenn Medienstädte mit eingreifen. Aber wir sind entspannt und ich bleibe. Ja, also über das Jahr hinaus jetzt erstmal. Dann habe ich doch schon alles gesagt, dann bleibe ich doch.
Muss ich mal reingucken, weiß ich jetzt noch gar nicht. Das haben wir alles so nebenbei gemacht. Also ich gucke da mal rein, in Weihnachten. Gibt es denn noch weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann wünsche ich unseren Gästen aus Bielefeld eine schöne Heimfahrt, uns allen ein paar schöne Feiertage, auch im Businessraum einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns kommendes Jahr hier im Frankfurter Volksbankstadion. Bis dann. Ja.